Herzlich willkommen, du Herr der Ringe-Fan da draußen. Ja, schön, dass du zu einer neuen Runde Mordoschatten, ich sag's immer wieder. Diese Auserwählten werden um jeden Preis den Helden ihren Meister beschaffen. Der Hexenkönig darf nichts über unsere Pläne und Streitkräfte erfahren. Na, da ist er doch. Menschendreck! Ergib dich und wir schlitzen dich schnell auf. Muster müssen gebrochen werden. Für dich. Wer ist denn du hier stehst? Ja, du Narr! Ich wäre dumm, dass du das noch machst. So, Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt dein Herr. Sich zusammenzutun ist eine gute Idee. Das ist eine saugeile Idee, mein Guter. Ich stehe hinter dir. Jo. Jo, dann. Jo, jetzt machen wir den noch fertig. Selbst die Höllenhetzer werden einen weiten Bogen um dich machen, wenn mein Gift sein Werk verrichtet hat. Du musst dich mehr anstrengen. Nochmal versuch, nochmal im Scheiter. Genial. Komm. Du wirst meine Reihen verstärken. Ich diene als dein Auserwählter. Ich verteidige dich. Danke. Sehr schön. Da haben wir das jetzt auch mal. Da haben wir den jetzt auch noch. Hä, ich hab doch... Was? Führe eine perfekte letzte Chance aus. Was ich ja mache. Wir schauen uns mal kurz an, was wir für Juwelos haben. Zack. 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 So, da haben wir den. Da hat sich leider nichts geändert. Bei den Weißen
Hier haben wir auch nichts mehr. Okay, wir brauchen eigentlich nur noch einen weißen, ne? So, jetzt machen wir endlich mal Hauptquest hier. Von 5000. Bringt doch eh nichts. Für uns zum Weiterkommen bringt es eh nichts. Ach ja. Es gibt noch einen Wurm, den wir fassen müssen. Und welche Botschaft bringt er? Momentchen mal. Wenn ich aber doch mal hier gucke. Wir haben hier wirklich... Wir haben ja hier... Ja, uns fehlen jetzt halt wieder, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück wieder. Der hat schon wieder einen gekriegt, ne? Die kriegen auch ständig Hauptmänner. Den müssten wir eigentlich als nächstes uns holen, ne? Befehle für 3 Hauptmänner, sich beim Ritual einzufinden. Er kommt durch dieses Lager. Tja, er wird es ziemlich verlassen vorfinden. Und gegessen hast? Lieber töte ich sie einfach. Schlechter hier. Der Maltläufer. So, dich noch. Oh, da haben wir unseren. Zack. Sehr gut, da können wir jetzt hier eigentlich uns... So. Momentchen mal, Momentchen. Es tut mir sehr leid, aber ich will... Ja, stell eine Töne ab. Nee, das brauchen wir nicht. So, ringtechnisch. Oh! Mehr gegen A. Ah. Nee, das ist... Weg mit. Ah, es ist immer so ein... Was nimmst du, ne? Was nimmst du? Ich begebe mich nach oben und eliminiere die Eskorte. Aber nicht alle. Das werden wir sehen. Da kommen sie! Siehst du sie erst jetzt? Das wird einfacher als gedacht. Warum können wir die nicht? Da kommt er. Wir müssen herausfinden, was er weiß. Entscheidest du, wen ich leben lasse? Beschaff dir die Information.
los. Hey, das war's schon. Easy peasy. Danke. Unsere Freunde haben es ganz schön eilig. Oh. Unser kleiner Bettstreit ist noch nicht vorbei. Komm hierher. Es sind drei Stück. Das ist der. Wahrscheinlich der und der. Hop, 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 hop. Das Ritual nicht aufhalten und mich nicht hindern, auserwählt zu werden. Du kannst nur noch sterben. Dann fang an zu zählen. Du legst dich hier mit den Falschen an. Wir wurden auserwählt von den Nazgul höchst selbst. Ja, komm. Wenn wir mit dir fertig sind, wünschst du dir, du hättest die Nazgul herausgefordert. Ja! Ah, komm. Los. Yes. So, du bist schon mal auf unserer Seite. Danke. Danke, Herr. Ich verteidige dich. Komm. Der nächste. Komm zu mir. Ich schlitz jeden für dich auf. Deine Gedärme sind bei mir sicher. Das macht keinen Spaß. Die Nazgul werden das nicht vergessen. Und ich auch nicht. Ah, mein Bein tut weh. Du wirst nicht folgen. Oh, sehr schön. Das ist aber auch ganz cool mit diesem Schuss, ne? Töpfe für mich. Ich folge deiner Stimme, heller Herrscher! Das wird ein Spaß. Das war's.
Diese drei Hauptmänner werden nicht auserwählt. Doch mehr als genug Rekruten füllen ihren Platz. Alle, die ausgewählt werden, töten wir. Wenn wir die Nazgul nicht aufhalten können, können wir sie zumindest verlangsamen. Sehr schön. Haben wir die Aufgabe auch weg. So, dann haben wir das hier alles. Ja, wir haben jetzt hier noch ein bisschen was zu tun, aber nicht mehr so viel, ne? Wo sind ja eigentlich diese Hügelgräber? Hier. So, dann könnten wir nämlich hier... Wir haben jetzt hier eigentlich so gut wie alles. Idril ist zwar am Leben, doch niemand überlebt lange in Mordor und sucht die Kampfgrube. Ja, eine Kampfgrube. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns erstmal um die Boys hier. Wenn wir, glaube ich, noch... Wir haben jetzt nochmal 3 Stück uns geholt, ne? Wir haben jetzt armeetechnisch... So. Der hat noch einen, der hat noch einen, der hat noch einen, der hat keinen. Ja, eigentlich wäre es doof. Komm, ich mach den noch schnell. Es wäre jetzt richtig doof, wenn wir es nicht machen. Wir sind hier direkt vor Ort. Los, dann holen wir uns den schnell. Da können wir uns die Armee hier holen. Oder den schon mal schwächen. Weil dann holt er sich keinen mehr. Das sollten wir uns halt auch immer vorm Auge halten. Der holt sich den nicht mehr. Wer ist eigentlich unser Wer ist unser Leibwächter? Er, oder? Er ist 35. Urbenu. Machen wir den jetzt mal zum Leibwächter. Die Großen können halt immer schön draufkloppen, ne? Die machen halt schön Festung. Wir nehmen ihnen ihre Feste und ihre Schätze. So, zack. So, da holen wir uns den mal. Kommt der letzte für heute und dann bin ich auch mit der Session für heute mal fertig. Des Häuptlings aus, dann hat er keine Wahl, als selbst zu kämpfen. Der erste Akt. Bleibt da jemand umher? Wo ist er denn jetzt? Sehr gut. Oh, Wugbur der Wilde. Mich nicht besiegen. Ich kehre zurück und besiege dich. Das ist nicht mein Problem, sondern deins. Sieh nach. Yeah.
Alter, was ein Doofkopf. Verursachst also all den Tumult in Mordor. Ich bin der Alchemist. Und ich bin es, der diesen Zorn abfüllt. Okay. Du wirst die Armee des Dunklen antreiben. Doch zuerst musst du sterben. Ja, ja. Komm. Hörst du das? Welche Alchemist? Yes, und der. Ja, das ist ein schwacher. Schwöre dem hellen Herrscher die Treue. Ah, es ist mir eine Ehre. Jo. Zu Diensten. Los, zack. Mal ausweichen, Halbläufer. Oh Mann, 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 komm. Aber wir können ihn nicht rekrutieren, ne? Nope. Ich finde dich wieder. Such dich. Nein. Töte dich. Halt dein Maul. So, erschossen. Sehr schön. Ist es hier oben? Jo. Dann hören wir uns das noch schnell an. Ich habe noch nie einen Varg gesehen, aber aus Büchern und von reisenden Jägern habe ich vieles über sie erfahren. Die Bilwisse des Nordens können Varge reiten wie die Menschen Rohans Pferde. Ihr Heulen ist kilometerweit zu hören und ihre Sinne sind scharf genug, um sogar einen Waldläufer aufzuspüren. Varge jagen in Rudeln von einem Dutzend und mehr. Das macht sie so schrecklich. Karagor sind gefährlicher, aber ihre Rudel sind deutlich kleiner. Ein schwacher Trost. Sehr gut, sehr gut. Ja, komm, ich hol mir noch schnell die zwei Dinger hier. Die zwei will ich mir noch schnell holen. Varge. Gut, dass sie Mordor nicht durchstreifen. Das ist wahr. Selbst für ein Rudel Varge ist es schwer, hier zu überleben. Das ist ziemlich Varge, Varge, Varge. So, dann haben wir das hier. Sein.
Ich will jetzt noch das letzte hier holen, das hier. Schleicht hier jemand herum? Ich will eigentlich nur schnell hier hoch, weil ich noch was vorhab. So, jetzt einmal hier hoch. So, einmal bis hier hinter gesprungen. Jetzt haben wir das und jetzt. Jetzt haben wir es ausgenutzt, dass wir einmal hier drin waren. So. Ja, wenn wir eh schon mal. Dann hüpfen wir jetzt noch hier hoch und dann haben wir hier hinten alles. Dann kann ich die Schnellreise machen. Und dann glaube ich, beende ich die Folge für heute. Boah, man springt halt einfach ins Dunkle, ne? Zum Glück kann man hier nicht sterben, ne? Einfach, ich meine, ich bin ja froh, wenn wir es hier gleich haben. Sehr gut, noch 3 Stück brauchen wir von denen, ne? Menschen und Orks, die Feder der Feder. Seit Jahrhunderten. Soweit man sich erinnert, schlugen sie ihre größte Schlacht beim Langen See, wo die Menschen mit Unterstützung von Elben und Zwergen die Orks und Bilwisse Morias bekämpften. Das freie Volk entschied die Schlacht für sich, und einigen Berichten zufolge stürzten die Adler der Nebelberge herab und warfen die Orks von den Klippen und Bergen. Klingt ne. Oh. Hallo, mein Guter. Die Adler der Nebelberge. Als ein Mythos. Vielleicht. Aber sie wären kaum den Drachen gewachsen, die ich sah. Moment mal, können wir? Nee, das ist ja ein Gebirgspass hier, ne? Boah, ich will immer weiter und immer weiter und immer weiter, ne? Ah, da kommen wir hier rein. Hier müssen wir dann irgendwie, ne? Komm, da laufen wir mal schnell außen rum. Der ist halt echt cool mit seinen Boys da, ne? Jawohl, danke. Der ist halt cool mit dem Rufen der Boys, ne? Das finde ich ja ganz cool. Der ist echt nicht so verkehrt. Weil der diese Speerträger werfen kann, die sind halt richtig viel wert, Mann. So, dann einmal hier runter. Dann muss es irgendwie zum Eingang gehen, oder? Hier so irgendwie rein, ne? Hier? Nee, boah, Alter. Hier vielleicht, geht's hier lang. Diese Kämpfe sind in Minuten vor, hab ich da gerade. Nein. Oh, geht denn das hier rein? Okay. Ja, ich würde sagen, ich schaue mal in der nächsten Folge jetzt. Wir machen jetzt Schnellreise. Ich würde sagen, wir sehen uns hier in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.